Bin ich Autist oder habe ich eine Traumatisierung? Du hast ja ganz viele verschiedene Diagnosen oder auch vielleicht ganz viele verschiedene Symptomfelder schon seit einer Weile oder vielleicht sogar dein ganzes Leben lang. Und du bist immer noch unsicher, welche ja, diese Diagnosen letztes Endes hast. Bist du ein Autist oder hast du ein Trauma erlebt oder vielleicht deine Vorahnen? Ja, heute geht es um Autismus und Trauma. Und ich grüße heute ganz recht herzlich Doro Whitehead, die eine Expertin für Autismus ist. Hallo, liebe Doro. Hallo, schön, dich hier zu sprechen, Gabriela. Und eine ganz spannende Frage, die du ja gerade angesprochen hast, ist es Trauma, ist es Autismus? Ganz viele Menschen wissen gar nicht, was ist überhaupt Autismus? Und da werden wir auch gleich dazu kommen, aber vielleicht stelle ich mich kurz vor, wenn es okay ist. Wäre ja meine Frage gewesen. Okay, ich bin Dorothea Whitehead. Ich bin selbst verheiratet mit einem Asperger-Autisten, habe zwei Kinder im Spektrum und lebe somit auch schon seit sehr vielen Jahren in einer Familie mit Autismus. Bin glücklich verheiratet, bin glücklich drin und kenne aber auch die Höhen und Tiefen, was das Thema Autismus und Familie anbelangt. Und wir waren als Familie mal in einer Krise, als mein Sohn diagnostiziert wurde. Und ich wusste noch nicht so viel über Autismus. Und ich habe ganz viel auch über YouTube, damals noch vor vielen Jahren, da gab es eben noch nicht so viel, im englischsprachigen Bereich gelernt. Und das hat mich damals gerettet, einfach zu verstehen, wo stehe ich, was ist denn das, was bedeutet denn das? Und ich habe mir damals geschworen, eines Tages, weil es eben im deutschsprachigen Bereich noch nichts gab, werde ich das mal für deutschsprachigen Kanal, YouTube-Leute eben machen, damit andere auch profitieren können, weil ich wollte das gerne teilen, was ich gelernt hatte mit anderen Familien und es ging nicht, weil die kein Englisch konnten. So, gesagt, getan, wir sind durch unsere Krisen gegangen, wir sind stärker geworden, wir sind stärker als Familie hervorgegangen. Ich habe meinen YouTube-Kanal gestartet, Galaxy Asperger TV heißt der. Und seither ja, unterrichte ich quasi oder gebe Wissen weiter über Autismus, meine Erfahrungen über Autismus weiter. Ich coache inzwischen auch sehr, sehr viele Menschen, über hunderte Menschen täglich in ihren Themen und habe damit auch ein ganz breites Bild, was denn eigentlich autistische Belange sind. Und jeder Autist ist für sich nochmal ein ganz individueller Mensch. Und wenn man kennt diesen Satz, kennt man einen Autisten, kennt man genau einen. Ja, das ist sehr speziell. So, das bin jetzt erstmal ich. Ich mache es mit Herz und viel Freude und bin ganz begeistert, kenne natürlich aber auch, und das jetzt zurück zum Thema hier, die Traumata, die auch autistische Menschen erleben und die Verwirrung, die damit einhergeht. Genau. Also ich finde wirklich außerordentlich toll, dass wir zweimal zusammengekommen sind, denn auch ich habe einige Betroffene, die ja auch zum Teil zugleich auch eben Autisten sind. Und wir wissen auch, dass Autismus ein Risikofaktor für Traumafolgestörungen ist. Mhm. Also diese zwei Krankheitsbilder überlappen sich ja nicht nur von Symptomatik her, unglaublich, ja, aber die bedingen zum Teil sogar einander. Ja. Ja, magst du vielleicht mal du aus deiner Expertise heraus erzählen und was dazu sagen? Was ist Autismus? Genau. Ja, also Autismus, und wie ich gerade schon gesagt habe, kennt man einen Autismus, kennt man genau einen Autisten. Also Autismus ist auch ein Spektrum. Das heißt, das kann bedeuten, dass es eine sehr starke Behinderung ist, dass die Disposition Autismus einhergeht mit nonverbal sein, also nicht sprechen können, mit einer geistigen Einschränkung und dass die Leute wirklich nicht selbstständig lebensfähig sind. Das wäre ein Ende des Autismus-Spektrums. Und dann auf der anderen Seite des Spektrums kann es genau umgekehrt sein. Also sehr hochintelligente Menschen, die durchaus fähig sind, in der Gesellschaft selbstständig zu leben, dennoch eine andere Art und Weise zu denken und zu sehen, die Welt zu sehen haben. Also es ist wirklich, kann sehr unterschiedlich sein. Und dann natürlich die große Masse dazwischen. So, das ist erstmal so zum Begriff Autismus. Ist es eine Behinderung? Auf der einen Seite ganz
klar, definitiv, das ist sehr offensichtlich. Auf der anderen Seite kann es manchmal im Alltag behindern, aber es ist keine offensichtliche Behinderung, wie man es zum Beispiel beim blinden Menschen sehen würde. Es ist also eine versteckte Disposition, die nicht mit der Norm konform ist. Und alles, was schon mal anders ist, irgendwie auch vielleicht fremd ist, nicht der Norm entspricht, mir fremd ist als normaler Allgemeinbürger, das kann natürlich auf Ablehnung stoßen. Das ist sehr natürlich. Das sieht man auch im Tierreich. Alles, was fremd ist, wird erstmal abgewehrt. Das ist eine natürliche Reaktion, finde ich, auch bei Menschen. Wir sind aber natürlich kultivierte Menschen und sollten über solche Instinkte drüber hinweggehen können und da kultivierter und reflektierter und verantwortungsbewusster reagieren. So, und jetzt sind da Menschen, die sind so ganz anders und ecken auch an und denken anders und sehen die Welt anders. Aber man sieht ihnen nicht an, dass sie irgendwie prinzipiell anders sind. Das sind natürlich Menschen, die ganz häufig Opfer von Mobbing werden. Ich würde sagen, da fangen dann die Traumata an, nämlich in der Kindheit. Das kann im Kindergarten schon losgehen, durch die Grundschule hindurch. Manchmal haben die Menschen auch Glück und es geht auch lange komplett ohne Mobbing und ohne Anecken, wenn sie in einem Umfeld aufwachsen, das ja sehr verständnisvoll ist, liebevoll oder meinetwegen im Dorf oder auf dem Hof, im Wald oder in einer Umgebung, wo das eigentlich gut hineinpasst. Aber spätestens im Erwachsenenalter, wenn dann das selbstständige Leben kommt und man vielleicht einen Beruf ergreift und dann merkt, die anderen sind alle anders als ich, da kommt es dann auch oft zu Ausgrenzung und Mobbing und Trauma. Ja. Das sind so die ersten Erfahrungen. Ja, also bereits zwei Sachen hast du ja schon hier erwähnt oder angesprochen, die bei Traumatisierten genauso der Fall ist. Mhm. Erstens, jedes Trauma ist ein Einzelfall. Es gibt nicht zweimal das Gleiche, denn wir sind auch selbst als Mensch immer sehr individuell und auch unsere Erlebenswelt ist ja sehr individuell. Dadurch noch, dass auch unser Nervensystem sehr individuell auf diese Einflüsse reagiert. Und wenn sogar die gleiche Art von Trauma zwei Menschen erlebt haben, letztendlich, wie sie dann darauf reagieren, wie sie das verarbeiten können oder auch nicht, ist nicht vergleichbar. Okay. Und es gab noch mal was, du hattest ja auch über Autisten gesprochen, die zum Beispiel nicht sprechen können oder ne? Ja. Dieser Mutismus gibt es auch bei Traumatisierten, ist sogar mittlerweile auch nachgewiesen, dass nach Traumatisierung zum Beispiel die Kehle oder gerade hier dieser Bereich, Körperbereich, auch das sich verengt. Manche werden auch nur vorübergehend tatsächlich dann verstummen. Und manche sind dann auch langfristig einfach sehr wortkarg oder reden sie gar nicht oder nur eben über Zeitraum. Aber vielleicht auch nochmal für alle, also was ist Trauma? Ein Trauma ist letzten Endes nur das Ereignis. Also das ist ein Ereignis, was entweder nur punktuell ein sehr, sehr intensiver Stresseinwirkung oder über längeren Zeitraum und oder wiederholt, aber auf uns so einwirkt, dass wir dabei Todesangst hatten, also ein ganz, ganz mit Todesängsten verbundene Gefahr erlebt haben und es gab kein Entkommen. Das ist jetzt mal so allgemeinverständlich erklärt. Das ist ein Trauma. Mhm. Aber eine Traumatisierung ist dann das ist der Prozess, was in mir dadurch geschehen ist. Mhm. Ob ich langfristig traumatisiert bleibe oder nicht, hängt natürlich von vielen Faktoren ab, also wirklich angefangen von, ja, auch welche zum Beispiel erbliche Disposition habe. Habe ich ja Neigung für gewisse Dinge? Wie ist mein Nervensystem bestellt? Aber auch, welche Resilienzfaktoren habe ich? Habe ich denn Reserven, Ressourcen, ein soziales Umfeld, was mir da hilft?
Und ob ich aus einem toxischen Umfeld recht früh dann auch rauskommen kann und eine gute Begleitung habe. Wenn es nicht der Fall ist, dann wird meistens chronifiziert diese Erfahrung oder dieses Erlebnis auch und entstehen typischerweise sehr viele somatische, also körperliche Beschwerden, die man gar nicht denken würde, dass das eventuell eben aus der Kindheit noch so ein Mitbringsel ist. Dazu gehört auch Begleitsymptom, auch von Autismus, nicht wahr? Wie Depression zum Beispiel, ja, oder gewisse ja, Reaktionen von Nervensystemen, aber auch ja, Empfinden, also innere körperliche Empfinden von zum Beispiel Abwesenheit von Emotionen oder dass ich meinen Körper nicht spüre oder eben diese seltsame Selbstbild über mich selbst. Also es ist ja, ich staune immer wieder, je mehr ich mich auch da ja, mal reingefuchst habe oder an mir das immer wieder anschaue, auch wenn was Neues, ein Artikel oder sowas erscheint, wie viel Überlappungen ja, zwischen diesen zwei, ich würde mal auch gar nicht sagen Krankheitsbilder, ja, sondern, ja, was ist das? Vielleicht Symptomfelder oder sowas. Ich möchte mich nicht als Kranke und anderen auch nicht als krank bezeichnen, sondern ja, eine Beschaffenheit vielleicht. Ich glaube, das ist Ja. auch hilfreich bei der Heilung, oder? Wie siehst Ja. du das? Ja, sehr interessante Punkte, die du ja auch angesprochen hast. Zum Beispiel die Resilienz. Ja, ganz großer Faktor. Das ist gerade auch beim Autismus oft nicht so leicht. Autistische Menschen sind oft, nicht alle, das ist ganz wichtig, nicht alle sind gerne alleine. Es gibt sehr viele Menschen im Spektrum, die durchaus auch extrovertiert sein können, die auch sehr gesellig sein können. Aber es gibt auch eben die große Masse von Autisten, die eben eher Einzelgänger sind, denen die sozialen Interaktionen einfach zu viel sind. So, wenn man die nicht hat und wenn man leidet und wenn man schon Missbrauchserfahrungen durch Mobbing, durch schlechten Umgang oder auch im eigenen häuslichen Umfeld erfahren hat, dann ist natürlich nicht das soziale Umfeld da, um die Resilienz zu stärken, um ja, wieder aufzustehen. Es fängt dich keiner auf, du bist allein. Das ist schon sehr tragisch. Da geht das Trauma eigentlich für Autisten auch weiter, weil da keine Hilfe da ist. Und also es war ein Punkt, der Mutismus ist die andere Sache. Mutismus ist nicht unbedingt, also es gibt nonverbale Autisten, die einfach der Sprache nicht mächtig werden von Anfang an. Trauma hin und her oder Stress hin oder her, das ist einfach ihnen nicht möglich von Anfang an. Aber natürlich gibt es auch den Mutismus, der mit dem Autismus zusammenkommt und mal da ist, mal nicht oder auch mal eintritt und lange bleibt und sich nicht verabschiedet. Das ist natürlich auch eine Frage des Stresses. Autisten leben ja unter Dauerstress. Auch das ist eigentlich, du hast ja vorhin gesagt, Trauma ist ein Ereignis. Es kann aber auch etwas sein, das sich ständig wiederholt. Und bei Autisten ist das definitiv etwas, das sich ständig wiederholt. Sie haben ja Dauerstress nonstop. Also wir kennen den Begriff von Overload. Das meint so etwas wie Überfrachtung, Überladung von zu vielen Eindrücken. Das macht Stress, wenn man das hat. Und dann soll man noch mit jemandem in soziale Interaktion gehen, obwohl das die Schwäche der Person ist. Kein Wunder, dass einem da die Sprache wegbleibt, ja, die Stimme wegbleibt, dass es dann in einen Mutismus übergeht. Und das wiederum wird wieder ein neues Trauma, ne? Das ist so ein ganz schlimmer, ungesunder Zyklus, der da entsteht. Ja, was du gerade angesprochen hast, also dieser Rückzug auch, ja, beziehungsweise nochmal, du hast ja auch Mobbing erwähnt, ist auch wieder so eine Gemeinsamkeit. Denn gerade Kinder auch, die vielleicht viel emotionale Vernachlässigung erlebt haben, das heißt, dass die Eltern waren entweder nicht da, also emotional nicht verfügbar und auch physisch nicht verfügbar, also keine Berührung zum Beispiel erfahren. Oder tatsächlich waren sie selbst auch schon psychisch erkrankt. Also konnten sie ja gar nicht emotional da sein. Dann fehlte gänzlich gerade diese Social Engagement, nennt das Peter Levine so toll,
also mit der Mimik, ne? Mimik und Tonalität und dass ich mit meinem Körper, Sprache auch, nicht wahr, soziale Kontakte aufbaue, konnten sie ebenso nicht erlernen. Das heißt, dass auch da diese Fertigkeit und Fähigkeit nicht erlernt wird und ist eigentlich die Symptomatik sehr, sehr ähnlich, nicht wahr? Und auch gerade diese Menschen, die da merken, ich bin irgendwie schwach oder ich werde nicht gemocht, weil das ist ja auch, was impliziert wird. Nicht mal meine Mutter mag mich. Bildet diese Anfälligkeit auch in der Schule für Mobbing? Also das sind immer die Schwachen, nicht wahr? Die dann nochmal eins bekommen, ausgegrenzt werden und dann von Anfang an sozusagen der Gesellschaft die ja, geschlechte Karten gezogen haben. Genau. Ja. Und dieser Rückzug, das wollte ich noch erzählen. Das ist auch eine der ganz, ganz typischen eigentlich Selbstschutzmechanismen und Überlebensstrategien von Menschen, die in der Kindheit Traumata erlebt haben. Also nachhaltig ja, durch Bezugspersonen, entweder emotionale Gewalt, also ständig zum Beispiel Entwertung erlebt haben, Kleinmachen, auch selbst, ne, die Eltern können auch zum Beispiel ja, eine Art von wenn sie Bedingungen ständig stellen oder Liebe nur dann geben, wenn sie Leistung von dem Kind haben. Also diese volle Manipulation, ne, das ist typischerweise narzisstischer Missbrauch sogar durch Eltern, aber auch körperliche Gewalt, also wenn da was nicht war, von anderer Art und Weise diese Erziehung erfolgte oder sexualisierte Gewalt kann natürlich auch dazu gehören oder was in den meisten Fällen ist eigentlich eine Mischung von all dem. Aber wenn es über längere Zeit ist, diese Kinder lernen sehr, sehr schnell, dass es am besten ist, wenn sie, ja, wenn sie stillhalten, wenn sie versuchen, sich anzupassen. Stichwort wieder People-Pleasing. Also ich bin ja so, wie ich ja höchstwahrscheinlich ne, nichts abbekomme von all dem. Und die brauchen auch von klein auf sehr viel Rückzug. Also sie schalten sich sozusagen häufig ab, damit diese unglaublichen emotionalen Schmerzen nicht zu fühlen sind und nicht fühlen müssen, sonst würden sie nicht überleben. Das ist kaum zu glauben. Es ist aber so, weil die Kleine, gerade auch Neugeborenen oder eben noch Kleinkindalter, sind ja so abhängig von den Eltern und so sehr auf diese Zuwendung angewiesen, dass es gab mal ganz schreckliche klinische Studien dazu auch, dass Babys wirklich auch sterben. Das ist ganz, ganz schrecklich. Und eben dieser Rückzug wird sehr lange auch dann im Erwachsenenalter als Strategie auch durch diese Reizüberflutung, wie du sagst, denn das Nervensystem hat nicht die Beschaffung und die Beschaffenheit wie unversehrten Menschen. Also erleben sie ähnlicherweise wieder wie Autisten, diese ständiges, ja, das ist alles zu viel. Oh Gott, ne, das ist ja schon wieder, Studium brennen sie ja schon aus und so weiter. Und scheinbar Kleinigkeiten sind dann halt auch sehr große Einwirkungen. Ja. Und dann sich zurück. Ja, also soweit ich weiß, ist das auch so. Ich glaube, du würdest das bestätigen, kennst dich da sicher auch vom Traumata her besser aus, dass die Amygdala viel reizanfälliger ist bei traumatisierten Menschen und dass ein Reiz, der bei jemandem, der keine Traumatisierung erfahren hat, nicht so intensiv ankommt und dann auch nicht so lange braucht, bis er verarbeitet ist. Und dass da irgendwie etwas nicht ganz gut entwickelt ist, sage ich jetzt mal, beziehungsweise geschädigt wurde in dieser Hirnregion. Ja, genau so ist es. Also in Stammhirn, beziehungsweise im Amygdala, wenn dann diese ganz ja, traumatisierende Erlebnisse als Erlebnisnetzwerke abgespeichert. Das heißt, dass ich immer, deshalb mit Schlagwort Trigger auch, ja, also wenn ich an etwas Schlimmes erinnert werde, kann ich aber sowohl durch eine Emotion, durch ein Wort, durch einen Geruch, durch eine Berührung, durch ein Körperempfinden,
kann ich daran erinnert werden. Und wie du sagst, es ist deutlich schneller und sagt Gefahr, 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 ein sofortiger Überlebensmodus und Alarmzustand. Und es ist auch dieser Hyperaurosal, das ist ja bei, ne, bei Autisten so, ist ja, ja, die Entwicklungstraumatisierung davon gekennzeichnet. Also das Nervensystem ist ständig mit diesem Scannen, ja. Ich gucke ständig, ist mein Umfeld überhaupt sicher, nicht? Welcher Gesichtsausdruck hat jemand oder welchen Blick entspreche ich denn? Oder gibt es was Schreckliches? Und es ist auch wirklich so, ich habe jetzt auch mal gesehen irgendwo, dass MRT-Untersuchungen von Autisten auch schon gemacht worden sind, dass dort tatsächlich, das ist ja also hier hinten Stammhirn und eben zu Amygdala hin, aber vor allem dann die Weiterschaltung, also Richtung präfrontaler Kortex, wo dann auch mehr ja, diese Verkopftsein ankommt oder auch nicht ankommt. Und die Verschaltung zwischen rechts und links. Also bei Traumatisierten ist es so, dass die rechte und linke Gehirnhälfte hat eine deutlich geringere Verschaltung. Und das verursacht, dass ich dann auch schneller und leichter, weil wir das ja, Gott sei Dank, unbewusst, aber erlernt haben als Überlebensstrategie, aber sehr schneller auch dissoziieren können. Das heißt, dass ich entweder meine Körperempfindungen abschalten kann oder eben meine Emotionen abschalten kann oder sogar beides, weil die zwei Gehirnhälften eben diese Verschaltung nicht so intakt haben und nicht so stark und ja, normal gedeiht und entwickelt wie andere. Ja, genau. Ja, ich denke, also jetzt werden sich sicherlich auch Menschen fragen, ja, bin ich jetzt, weil ich Autist bin, automatisch traumatisiert, beziehungsweise wenn ich ein Trauma habe, bin ich dann gleich autistisch? Das ist sicherlich eine Frage, die dem einen oder anderen jetzt hochkommt. Also ich kann mit Gewissheit sagen, dass es auf jeden Fall Menschen gibt, die Autismus haben und keinerlei Traumata erfahren haben. Ja, es muss nicht sein, dass jeder Autist, nur weil er anders ist, auch jetzt mit Traumata-Mobbing konfrontiert ist. Das haben wir vorhin auch schon angesprochen, die Resilienz. Die genetische Resilienz, die einem irgendwie per Zufall mitgegeben wird, spielt da auch eine Rolle. Ja, wie viel kann ich an mir abprallen lassen? Einfach von meinem Naturell her, weil ich einfach so gebaut wurde. Ja, mein Mann zum Beispiel hat in der Kindheit schon in der Schule Mobbing erfahren, aber es war nicht so, dass er jetzt fürchterlich drunter gelitten hat, so dass er traumatisiert aus den Erfahrungen gegangen ist. Ja, dann gibt es jemand anderen, der eben nicht autistisch ist und eine ähnliche Erfahrung macht und für den war das viel schlimmer und könnte unter Umständen sogar traumatische Erfahrungen mit sich gebracht haben. Ja, das ist so, wo ist das jetzt? Also es gibt sicherlich Autisten, die traumatisiert sind und Traumatisierte, die aber keine Autisten sind. Das deckt sich nicht. Autismus an sich ist auf jeden Fall eine genetische Disposition, geht viel in Familien. Also das hat dann auch nichts mit dem Umfeld an sich zu tun, sondern auch mit der Genetik. Was die Gründe dafür sind, ist in der Forschung einfach bis heute nicht klar. Es sind sicher multikausale Gründe dafür verantwortlich, dass Autismus entsteht und wie stark er ist, wie er sich ausprägt, bloß wenn eben noch Mobbing-Erfahrung hinzukommt oder das, was du auch angesprochen hast, die Eltern gar nicht adäquat auf das Kind reagieren können, kann sich das natürlich verstärken. Ja, wenn zum Beispiel auch die Eltern meinetwegen selbst schon autistische Eltern hatten in ihrer Generation. Sie selbst wurden vielleicht übersprungen von der Genetik her, ja, und ihre Kinder sind jetzt autistisch, haben aber selber von ihren Kindern, von ihren Eltern nicht die adäquate Reaktion und Entwicklung der Emotionalität erlernt. Wie sollen sie es ihren Kindern weitergeben? Das sind so Kreisläufe, die dann mehrere Generationen hinweg auch transportiert werden. Also es ist ein großes Feld, dass da bedingt, ob jemand jetzt traumatisiert wird oder nicht, wie er damit umgehen kann, hat er ein soziales Umfeld, hat er denn die genetische Resilienz, dass ihm manche Sachen einfach völlig egal sind. Ja, also es gibt autistische Menschen, die haben so ein Selbstbewusstsein, da schneide ich mir gern
eine Scheibe von ab. Ja, die können wirklich so vieles an sich abprallen lassen, denken, bin ich nicht persönlich mit gemeint, betrifft mich gar nicht. Und das ist faszinierend, ja, aber das hat auch nicht jeder. Ja. Mir kommt jetzt nochmal auch eine Gedanke wegen dieser Hochfunktionalität. Ne? Also wo du jetzt auch sagst, jemand hat so ein Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, ja, wo man da denkt, oh je, okay, und hat trotzdem eigentlich Autismus. Diese Hochfunktionalität existiert auch bei Entwicklungs- und Komplextraumatisierten, bin ich ja auch jemand. Mhm. Ich habe ja sogar 5-mal studiert zum Beispiel, also auch wieder diese Nerd-Sachen. Also es sind ganz viele ja, Sachen oder auch Charaktermerkmale, die ja ähnlich sind. Aber habe ich mir eine Seite in mir entwickeln können, was ja wirklich ja, sogar Karriere gemacht hat in Wirtschaft und niemand wusste, was meine Biografie verbirgt. Niemand. Man kann so wunderbar sehr lange funktionieren, bis aber, und ich glaube, das ist auch so eine Überschneidung, dann halt so eine Art von, je nachdem, wie ich das jetzt nenne, ja, aber irgendwann kommt so ein Punkt, wo der Organismus als gesamtheitlich sagt, nee, jetzt mal stopp. Manche sagen, das ist ein Burnout, manche sagen, es ist ein Shutdown oder wie auch immer, aber ich glaube, von ähnlichen Symptomen und Erleben gekennzeichnet, dass wir einfach nicht mehr können. Also da so eine innere Struktur fühlt sich das so an, bricht in sich zusammen und da geht es weder mit Selbstregulation, mit gar nichts mehr. Also da kann alles von Emotionen da sein, auch eine Abwechslung innerhalb von Stunden oder Minuten bis ganz viel Erschöpfung, was da hochkommt meistens, nach Jahrzehnten von dieser ne, Seite aufrechtzuerhalten. Ich muss doch überleben, ich muss überleben. Und ist dann von da an aufs Neue zu erlernen, dass wir diesen Überlebensmodus verlassen, dass wir auch die eigene Identität entdecken. Wer bin ich denn eigentlich? Weil ich ja nicht mehr ausgeliefert bin, irgendwie sein zu müssen, sondern ich habe ja doch einen Wesenskern, sage ich mal, wie ich an sich bin. Und ich muss jetzt, wenn ich jetzt so ein Bild, ich mag dieses Bild, dass ich ein Zwiebel bin, ne? Und ich bin da ganz in der Mitte und es hat so ganz viele Schalen und dann fange ich jetzt an, mal das zu schälen und dann eben People-Pleasing wegmachen. Dann mache ich weg, ja, dass ich zum Beispiel als ja, passive Strategie, Rückzug, ja, mhm. Versuche ich mal ganz, ganz im Minischritten, okay, wie ist denn das, ja, wenn ich ja mal vielleicht Freundin jetzt mal anfange, monatlich einmal zu treffen, regelmäßig oder so, also ganz kleine Schritten, aber man entdeckt, was gehört eigentlich zu mir und was ist ja immer noch diese Überlebensstrategie, was da übrig geblieben ist und heute als Erwachsene wirklich mein Leben total blockiert. Weil heute sind das Symptome, aber an sich sind das so verschleierte, ehemalige Bedürfnisse, die nicht erfüllt worden sind. Und ja. Das ist der Schlüssel dazu, dass man das im Erwachsenenalter sozusagen dreht, das Ganze. Und ja, Richtung authentisches Leben endlich. Mhm. Tatsächlich ist das auch wieder eine Überschneidung mit dem Autismus. Ganz viele Autisten, wiederum nicht alle, aber sehr viele zeigen die Problematik, dass sie keinen Zugang zu ihrem eigenen Empfinden wahrnehmen und dann natürlich auch Schwierigkeiten haben, eine Ich-Identität zu finden in sich. Andere brauchen ganz starke Reize, um überhaupt nicht zu zerfließen in der Umgebung fast schon, muss man sagen. Ja, also es ist auch sehr unterschiedlich, aber das ist auch so etwas, was verwirrend sein könnte. Ist das jetzt ein Anzeichen von Traumata oder ist das eben zum Beispiel Autismus? Gibt sicherlich andere Mental Health Geschichten, wo solche Phänomene auch existieren, aber da sind da tatsächlich ähnliche Symptomatiken da. Und das ist auch, glaube ich, so eine Problematik, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, Autismus zu diagnostizieren. Ja, dass man verschiedene Symptomatiken kennt, sieht und erstmal abkratzen muss und abprüfen muss,
an der Oberfläche, wo kommt das her? Wo ist es einzuordnen? Es ist wirklich schlimm und auch wiederum traumatisierend, wenn Autisten also eine falsche Diagnose erhalten. Das wird wieder als Traumata wahrgenommen, weil man nicht wahrgenommen wurde als das, was man ist, wer man ist, sondern von irgendjemandem etwas aufgedeckelt gekriegt hat, was nicht stimmig ist. Das ist eine große Problematik auch. Jetzt möchte ich aber doch vielleicht noch kurz was dazu sagen und dich da auch fragen, mit diesem, du hast erwähnt gehabt, jetzt hochfunktionale, traumatisierte Menschen. Woran, also meine Idee ist jetzt hier hinter oder mein Gedanke ist, ich würde sagen, jemanden zu erkennen, der hochfunktional autistisch ist, wenn jemand rausfinden möchte, bin ich das oder bin ich vielleicht doch traumatisiert gewesen und bin deswegen so? So eine Sache, wo ich manchmal so ein bisschen nachfrage, wobei ich keine Diagnosen stelle, das ist wirklich nur ein kleiner, winziger Aspekt, um mal drauf zu gucken für sich. Mhm. Autistische Menschen haben oft die Schwierigkeit zu verstehen, wie andere Menschen ticken, was in ihnen vor sich geht. Das hat ein bisschen was mit der Theory of Mind zu tun. Dass man sich in andere hineinversetzen kann, dass man soziale Interaktionen verstehen kann. Die haben oft Schwierigkeiten oder sind so ehrlich, so gerade hinaus mit ihrem ungefilterten Denken und Sprechen, dass sie soziale Situationen stören, unbewusst stören oder anecken. Wie ist das bei hochfunktional Traumatisierten? Gibt es da ein ähnliches Phänomen? Oder ist wäre das so ein Unterscheidungsmerkmal? Das ist so meine Frage an dich. Ich glaube, also erste Hälfte der Frage, ja, es ist ähnlich bei Hochtraumatisierten und überschneidet sich von daher, dass dort dann tatsächlich zum Teil diese Selbstregulation und also Impulskontrolle und Affektkontrolle geht verloren. Und ich weiß, dass bei Autisten auch öfter mal, das ist, glaube ich, dann diese Meltdown, hilft mir. Meltdown. Mhm. Mhm. Genau, also wo sie dann auch einen Kontrollverlust erleben, ja. Oder? Wo sie, exakt. Genau, also verschiedene körperliche Äußerungen letztendlich, ohne dass sie es wollen, haben. Gibt es ja bei Traumatisierten auch, aber vielleicht mit einem anderen Setting, sage ich mal. Und können auch sogar hochfunktional sein. Das ist eine sehr schwere Traumatisierung dann, zum Beispiel dissoziative Identitätsstörung. Das heißt, dass jemand sogar zwei Persönlichkeiten in sich trägt und dabei, was entscheidend ist, tatsächlich diese exekutive Kontrolle verliert. Also kann nicht steuern, dass ich jetzt plötzlich in eine andere Person schlüpfe und sie können sich häufig nicht mal daran erinnern, dass sie was dann erlebt haben oder was getan haben. Aber ich rede jetzt eher davon, wenn Menschen nicht diese ganz schwere Erkrankung haben, das ist wirklich pathologisch und schwere Erkrankung. Es muss auch unglaublich schwer sein, glaube ich, diese Art von Kontrollverlust erleben zu müssen. Aber das war auch eine Überlebensstrategie, nicht wahr? Weil so schrecklich war das, was sie erleiden mussten. Aber es gibt ja das Setting, wo sie tatsächlich auch also im Geschäftsfeld unterwegs sind zum Beispiel oder ein Unternehmen führen. Also wirklich in der Gesellschaft, in der Familie, wie auch immer, funktionieren und dann aber gewisse Situationen oder gewisse Phasen, also es gibt ja auch diese so Pseudozyklothymie, nennt man das. Manche nennen das bipolare Störung, das sind zum Teil Synonyme und überlappende wieder ne, Symptomatiken. Aber dass man diese in sich alles aufrecht zu erhalten und hochgradig zu funktionieren, sogar perfektionieren, dann irgendwann nicht mehr beherrscht. Und das ist dann wirklich irgendwann mal so zu einem, ne, auch vielleicht nur phasenweise, zu einer Art von ja, Erschöpfung kommt oder dass sie tatsächlich mal
vielleicht vulgär werden oder jemanden, ne, so ein Choleriker, also irgendwie hat einen Wutanfall oder Ängste, also Angststörungen gehören auch mit dazu, aber auch Depressionen oder hypoarousal, chronisch, was zum Beispiel genau Gegenteil ist davon, dass unser Nervensystem ständig nur so macht, sondern dann senkt sich wirklich komplett zusammen und sie sind dann auch meistens nicht mehr in der Lage, überhaupt eine Mimik aufrechtzuerhalten. Sie kriegen keine Worte mehr raus, weil sie so erschöpft sind. Also das ist, glaube ich, auch sehr, sehr ähnlich, oder? Ja, absolut. Das ist, klingt nach einem klassischen Meltdown und Shutdown bei einem Autisten. Also da sieht man im Grunde genommen, dass der Körper auf Stressoren, egal ob jetzt eine autistische Disposition vorliegt oder nicht, aber die Reaktion des Körpers ist die gleiche auf einen bestimmten Stress. Ja. Und ja, der Stress kann bei Traumatisierten eben auch nur ein Geruch oder irgendetwas sein, was eine schlechte Verknüpfung macht, traumatische Verknüpfung hervorruft und dann den Meltdown und Shutdown, also diesen Zusammenbruch, provoziert. Während bei einem Autisten kann das etwas sein, das jetzt nicht traumatisierend an sich als ein Erlebnis aus der Kindheit, der Vergangenheit ist, das so schlimm war, sondern das ist eben dieses chronisch sich aufbauende immer im Burnout-Leben sein ist und der Körper mit Stress reagiert, Stressreaktion reagiert und komplett zumacht und sich ausschaltet. Ein Überlebensmechanismus, ja, weil die Energien nicht mehr aufnehmen können und nichts mehr da ist, um geben zu können. Ja. Ja. Genau, also das hat mir noch gefallen, wie du es gerade formuliert hast, dass sich das so entwickelt, dass sie in einem ständigen, ne, diesen funktionieren müssen sind. Das ist wirklich typisch hochfunktional. Mhm. Sonst würde heißen, dass sie wieder ausgeliefert sind, dass sie, ne, Existenzängste haben, dass sie abhängig sind von jemandem. Und gerade Menschen mit also Bindungstrauma ist dann inklusive, das ist meistens Bestandteil von Entwicklungstrauma und Komplextrauma ist dann, wenn ich darüber hinaus noch vielleicht andere Traumata dazu erlebt habe, ist ja auch wieder prädestiniert, dass man da anfälliger ist. Aber dass dieses Aufrechterhalten so unglaublich wichtig ist, das ist eigentlich der Antreiber, dass ich das mache und ich treibe mich selbst in diese Selbstausbeutung und in dieser Burnout. Weil das Lebensübergewicht, also es ist so wichtig, ansonsten aufgrund meiner Erfahrungen würde bedeuten, dass ich nicht selbstbestimmt sein kann, dass ich wieder wirklich in diese Abhängigkeit rutsche. Und das heißt aber auch, dass ich ja, diese Unabhängigkeit, was, glaube ich, jeder, wo in der Kindheit diese Dinge erfahren hat, nicht realisieren kann. Und das schaffe ich nur dann, wenn ich mir eine berufliche Existenz aufgebaut habe, wenn ich damit einhergehend auch finanziell was habe, wenn ich versuche, zumindest eine Minifamilie irgendwie, ja, irgendwas zu gründen. Und häufig wird auch nicht mehr benötigt. Aber viele sind auch als einsame Wölfe zum Beispiel, auch hochgradig, ne, irgendwelche Manager. Und sie haben auch Wochenends gar keinen Ausgang oder sozialen Kontakt, sondern sie sind völlig vereinsamt. Und einzig, was sie sozialen Kontakt haben, ist eigentlich in der Firma. Aber auch am besten eher bitte, dass es die Betriebsleiter machen und sonst wer. Und, ne, also, ja. Wenn mir keiner raushilft, muss ich mich selbst retten. Ne? So, das ist dieser Überlebenskampf bis hoch an die Spitze und sein Leben in Kontrolle halten, was enorm anstrengend ist. Und dann braucht es oft nur ein kleines Zip und dann bricht das Kartenhaus zusammen. Ja? Also es kann wahrscheinlich auch sehr viele Jahre dauern, stelle ich mir vor, gerade bei so hochfunktionalen Traumatisierten. Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen ein Unterschied zum Autismus, frage ich mich gerade, weil autistische Menschen nicht so eine lange Zeitspanne das
drängen können, würde ich jetzt mal sagen. Ich kann mir vorstellen, dass Traumatisierte auch so dissoziieren können, so das Ganze verstecken können oder verdrängen können, dass sie sich dessen gar nicht so gewahr sind und dass es dann irgendwann plötzlich rauskommt, wenn einfach zu viel auf einmal zusammenkam. Das wäre jetzt weniger so ein klassischer autistischer Meltdown, der eigentlich recht bekannt ist. Das kann schon auch mal kommen. Aber die meisten kennen diese Überforderung eigentlich im Alltag ständig. Lernen damit umzugehen, lernen mehr aufnehmen zu können, härten ein Stück weit ab und kämpfen damit aber ständig, Tag ein, Tag aus. Es wäre weniger typisch, dass man viele Jahre kämpft, aber nicht wirklich weiß oder so dissoziiert ist oder so verdrängt hat, wie ich mir das jetzt vorstelle, dass es bei Traumatisierten der Fall wäre. Ja, genau. Also du hast es exakt beschrieben und das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung auch bestätigen. Ich habe das genau so gemacht und du hast ein Schlagwort dazu gesagt, Gewahrsein. Also Bewusstsein, es bedeutet gar nicht, dass ich kognitiv das weiß, weil ich wusste, was uns unsere Mutter angetan hat. Aber, und das ist ja nochmal ein zweiter Aspekt, was ich gerne dann noch im Anschluss ein bisschen erläutere, aber ich habe das komplett auf der Seite getan. Also diese andere Antreiber, einfach wirklich von ihr unabhängig zu sein, aber auch von allen anderen, also auch von Männern, vom Partner, eigenständig sein, selbstbestimmt zu sein, war viel stärker, als dass ich jetzt nochmal daran gedacht hätte oder dass ich das auch vielleicht mal wirklich wahrnehme und wie du sagst, gewahr werde, was das mit meinem Körper macht, die ganze Zeit ja schon, ja. Und ich habe das auch einfach, ja klar, den Körper schaltet man auch aus. Ja. Und kommt, glaube ich, ein wirklich schwerer Aspekt dazu, gerade bei Menschen, die ja in der Kindheit parentifiziert worden sind. Das ist nochmal so ein ganz toxischer Treiber. Das heißt, dass sie in eine Rolle gezwungen worden sind, Verantwortung von Erwachsenen zu übernehmen, und zwar für andere. Also entweder für die Mutter, für den Vater oder sogar für die Geschwister. Und sie durften auch nicht sein. Also das kann auch zum Beispiel autistische Merkmale dann hervorrufen, weil sie haben erstens ihre eigenen Bedürfnisse nicht leben dürfen, ihre eigene Emotionen nicht leben dürfen, ihre Persönlichkeit war immer unterdrückt und nicht, ne? Sondern sie haben immer nur für andere gekümmert. Und diese Parentifizierung kann trotz wirklich emotionale, körperliche, sexualisierte Gewalt, kann bestehen bleiben in eine Art von Co-Abhängigkeit von den Tätern, und zwar jahrzehntelang. Also beste Beispiel ich. Das war wirklich über 20 Jahre hat es gedauert, bis ich von meiner Mutter und von meiner Schwester weggekommen bin. Das ist unglaublich, wie tief verankert und auch verknotet und total verstrickt das alles ist. Und ich wusste, dass sie mir dies und das antun oder dass sie mich ausnutzen zum Teil durch Manipulation. Und ich habe mich immer noch verantwortlich gefühlt für ihr Leben, dass ich, wo sie dann nicht mehr konnten selbst, dass ich dann sie pflege, dass ich kümmere und so, wo schon längst endlich ein Nein fällig war. Ja. Und diese Erkenntnis und an den Punkt zu kommen, Respekt, dass du das geschafft hast, Gabriela, das kostet sehr, sehr viel Kraft, ja. Und Größe und Stärke und Mut. Ja, stimmt. Darf ich noch einen Gedanken einschieben? Ja, natürlich. Gut, weil wir sprechen jetzt die ganze Zeit immer wieder von Traumatisierung, von traumatisierten Menschen, von autistischen Menschen. Ich glaube, es gibt nochmal einen Unterschied, den wir noch gar nicht so herausgeleuchtet haben, zwischen Autismus und Autismus aufgrund von Traumata. Mhm. Weil es gibt den angeborenen Autismus, der natürlich auch eben durch diese Ausgrenzung des Mobbing Traumata nach sich ziehen kann, weil man nicht verstanden wird, weil man schlechtere Startbedingungen ins Leben allgemein hat oder in die Gesellschaft hat.
Das ist so das eine. Aber da ist der Autismus angeboren. Das ist mehr eine genetische Disposition mit einem ja, im Spektrum basierenden Schweregrad. Ja? Von ganz schwer bis hin zu Hochbegabung und eine andere Art von Denken. Und dann gibt es aber eben den Autismus, der sich entwickelt eher als Symptom aufgrund von Traumatisierung und dann eben diese ähnlichen Parallelen, die wir aufgezeigt haben, mit sich bringt. Und dass da diese Situation dasteht und wenn man da rausfinden möchte, wo stehe ich gerade, vor allem auch, ich würde sagen, ich denke, da bist du wahrscheinlich auf meiner Seite, wenn jemand Hilfe braucht, unbedingt sich Hilfe holen. Ja, also nicht versuchen selber jetzt irgendwie damit klarzukommen, vor allem wenn man unsicher ist, macht eine Abklärung, Autismusabklärung. Es gibt auch für Autisten, gibt es Autismusdiagnosestellen und wer da Fragen hat, kann sich an mich wenden. Ich habe Listen in ganz Deutschland, wo man sich hinwenden kann und die Abklärung machen kann, wenn man sich in der Richtung nicht sicher ist. Wie ist es bei Traumata? Wo gehe ich hin, wenn ich ein Traumata vermute bei mir oder jetzt gerade das Gefühl habe, boah, jetzt bricht die Welt zusammen? Ich meine, da kommt was hoch. Was mache ich denn dann? Ja, das ist zum Teil, glaube ich, gerade sogar in so einem modernen und hochentwickelten sozialen Land wie Deutschland nicht einfach. Denn ich sage mal, es gibt ja zwar also Stellen, wo ich mich ja wenden kann, aber es gibt immer weniger, also zurückgehend leider, Therapieplätze. Ja. Und die Wartelisten sind unglaublich lang. Aber zumindest zur Erstabklärung, auf jeden Fall erst entweder Hausarzt anvertrauen oder, weil da ist auch viele haben ja Scham dabei, wahrscheinlich aber auch bei Autismus nicht, also sehr viel Scham. Aber ein Arzt ist ja auch immer mit Schweigepflicht verbunden, das heißt, es kommt nie raus, ja. Und dass ich mich dort vielleicht anvertraue, beziehungsweise in meinem Umfeld finde ich vielleicht jemanden, dass ich ja schon mal einen Bezug habe, auch im Alltag. Aber auf jeden Fall Hilfezentren vielleicht. Es gibt auch Trauma-Hilfezentren. Es gibt natürlich Seelsorge. Es gibt aber auch Psychiater, also Ärzte, bei Ärzten abklären lassen. Die dürfen auch nur eine Diagnose vergeben, wobei ich ja von dort Diagnosen gar kein Freund bin und Fan bin, aber ist schon mal eine Einordnung und auch vielleicht der erste Ansatz für ein Therapieangebot dann auch. Ja? Also zu was und wer ist dann nächste Stelle? Und auch bei mir ist es so, also ich bin was eben komplexe posttraumatische Belastungsstörung und ICD-11 auf dem neuesten Stand, was sogar leider sehr viele Psychotherapeuten und zum Teil sogar Ärzte noch nicht sind, kann den Grund zum Teil verstehen, weil auch Ausbildung oder Fortbildungsangebote noch kaum da sind für diese neue Krankheitsbild, muss man erwähnen, dass KPTBS, also komplexe posttraumatische Belastungsstörung, erst jetzt mit ICD-11 überhaupt aufgenommen worden ist als Diagnose und anerkannt worden ist, dass diese schwere Beschwerden und Symptome und ja, tiefe Narben der Seele durch interpersonelle, also durch menschlichen Einfluss entstehen können. Das müssen wir schon bedenken. Ne? Also wir sind ja schon 21. Jahrhundert, wird erst jetzt anerkannt, dass diese Einflüsse wirklich durch Menschen entstehen und dass daraus schwerwiegende Folgen auch da sind. Das ist toll. Das ist schon mal toll, das muss ich unterschreiben. Aber dementsprechend ist ja auch dieser Diagnose-Screening, ne, also durch die Fragebögen, was du auch eben angesprochen hast, und auch adäquates Angebot für eine Begleitung ist noch kaum auffindbar. Meistens findet man halt eben bei Privatpraxen, die auch mit Körper arbeiten. Und auf jeden Fall, genauso wie du gesagt hast, Doro, abklären lassen. Und Anlaufstellen sind wir sicherlich für beide diese Erscheinungsbilder auf jeden Fall als, ich würde schon sagen, Expertinnen. Ja, ja, sehr gut. Ja, also ich sehe das komplett genauso wie mit der Diagnostik. Ich sehe keine Diagnose, wenn jemand zu mir kommt, sondern ich sehe einen Menschen und ich lade Menschen zu mir ein ins Coaching, die
irgendwie denken, das, was da gesagt wird über Autismus, resoniert irgendwie mit mir. Ich habe keine Diagnose, das ist mir auch völlig Wurst. Also es ist echt egal. Da kommt jemand zu mir, ich habe halt das Hintergrundwissen. Ich kann ein bisschen mehr einfühlen, vielleicht auch auf Dinge eingehen, die jemand, der nicht geschult ist, eben nicht kann. Auch bei bestem Wissen und Gewissen, also wirklich da nicht drankommt. Und das sind halt wir, ja. Du bist jetzt auf dem Gebiet spezialisiert Trauma. Mein Spezialgebiet ist Autismus. Und da wissen wir die feinen kleinen Nuancen drin, weil wir uns da eben sehr viel mit beschäftigen und mit sehr vielen Menschen da arbeiten. Die Ärzte tatsächlich, es fehlt auch wirklich noch viel Schulung. Ja, es ist, man kann es den Ärzten, den Psychologen nicht verübeln. Die sind wirklich auch gestresst, das System. Da könnten wir dran rummeckern, aber es hilft nichts zu meckern. Wir können nur aufzeigen, wo gibt es Angebote. Der erste Weg, auch wenn ich kein Freund von jetzt Diagnosen und Diagnosen aufdrücken bin, ist aber tatsächlich ein Arzt, wo man dann eben vom System auch Hilfe kommen kann. Ja, oder eben dann jemanden wie dich oder mich aufsuchen. Ich therapiere nicht, ich mache Coachings. Das heißt, ich begleite Menschen im Alltag, in der Situation. Und du bist dann jemand, der für Trauma da ist und auffängt mit dem Leid und mit dem Fachwissen und mit eigener Lebenserfahrung, ebenso wie ich mit eigener Lebenserfahrung. Ja, also das ist, wir sind da am Leben daran, im Alltag dran. Ja. Genau. Und das möchte ich auch hier nochmal vielleicht ganz betonen für all diejenigen, die jetzt zuhören, dass diese Lebenserfahrung, was wir beide auch aufweisen, über Jahrzehnte, also auch in den Umgang, ne, mit Betroffenen beziehungsweise durch eigene Betroffenheit. Ich habe ja auch in meinem eigenen, also nächste Familie, ne, psychotische Erkrankungen, wo ich den Umgang auch über Jahrzehnte gepflegt habe und dass wir auch dann wissen, wie das im Alltag, ne, besser oder leichter werden kann. Und diese Erfahrungen und auch Erfahrungen als selbst erlebte Erfahrung, das heißt auch emotional können wir nachempfinden, ja, was in einem vor sich geht. Und das kriegt man praktisch kaum, ja, in Therapie oder bei einem Arzt schon gar nicht. Mhm. Und das ist aber ein essentieller Zutat zu einer Heilung und zu einer Begleitung, was dann auch auf Empathie aufbaut und Verstehen von dem anderen. Zwischenmenschlichkeit. Das, was du vorhin auch nochmal erwähnt hattest, dass es im ICD-11 jetzt endlich mal anerkannt wird, Zwischenmenschlichkeit. Das, was zwischen Menschen geschehen ist, kann auch nur zwischen Menschen auch wieder heilen, indem man positive Erfahrungen macht. Ja, und das bietest du auch an. Ja. Genau. Wunderbar, voll schön. Gut, ich bedanke mich, Gabriela. Ich denke, wir sind durch viele Punkte gekommen. Man kann natürlich noch ewig drüber sprechen, dass wir das Video machen konnten. Ja, ich bedanke mich auch bei dir. Und vielleicht setzen wir fort, weil ich hätte ja auch schon eine Idee. Okay, super. Na klar, machen wir. Ich kann es vielleicht auch anteasern, vielleicht kommentieren das auch. Die Zuschauer. Und das geht ja nämlich, was du gesagt hast, das hat mir wirklich so, ne, zum Nachdenken gegeben. Dieses geerbte Autismus und sehr frühe Diagnose und auch transgenerationales Trauma, denn ich kann das auch erben. Ne? Ja, und absolut, ja. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz spannendes, zumal gibt es auch kaum Literatur und auch was nachzulesen darüber. Also da bin ich auch voll dabei. Das finde ich nämlich auch sehr, sehr spannend, das Thema. Ich bin ja auch Familiencoach und das ist ja natürlich auch ganz mein Thema. Bin also für jedes Projekt wieder offen. Toll. Ja, wunderbar. Okay. Ja. Gut, ja. Dann beenden wir. Genau. Und Amen. Allen, allen alles Liebe und bis bald. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.